Das ist so übel. Das ist so übel. Das ist, was ist ich, wie viel Grad? Ja, servus, grüß euch. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, euch einen fairen Vergleich zu bieten und habe mir einfach mal alle Maschinen gekauft, die ich so auf dem Markt finden konnte. Ich habe euch alle Maschinen auch unten immer in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, alle Informationen, die ihr noch zusätzlich haben wollt, müsst ihr euch bitte selbst einlesen. Bei mir geht es jetzt einfach darum, was kommt im Lieferumfang, wie schneiden es ab, wo ist Materialspiel, Fehler, Ungenauigkeiten, solche Sachen. Einfach die Frage, lohnt sich jetzt eine 500, 600 Euro teure Lamello zu holen, wenn ich mir eine 50 Euro Maschine holen kann? Genau diesen Vergleich mache ich jetzt und damit wir mal wissen, was überhaupt wo und wie drin ist, mache ich jetzt mal alle auf und wir gucken sich mal einfach alle Maschinen an, wie so der Lieferumfang ist und wie das Material so auf den ersten Blick auf mich und dann auch auf euch wirkt. Ich muss sagen, die drei Boxen sehen fast identisch aus. Da bin ich jetzt echt gespannt. Also hier, Aufschlag, so Anleitung, Folie. Okay. So. Die Kisten schauen so identisch aus. Wohlgemerkt, diese hier habe ich mir nicht selbst gekauft. Die kommt vom Strudelbastler, vom alias Dreckbaron. Der hat mir die zur Verfügung gestellt, einfach weil er sie hat. Da hat er gesagt, brauchst du nicht kaufen, wenn ich es habe und es liegt eh rum, brauchst du nicht extra Geld ausgeben. Deswegen, Puzzle geht raus an dich, Strudelbastler. Messe wir und schon machen wir das auf und schauen nochmal rein. Der Koffer ist fast identisch. Der Absaugschlauch. Ach komm, das ist doch. Also ich würde mal behaupten, hier fällt schon mal das vom selben Werkstück runter. Von derselben Maschine runter im Werk. Gucken wir mal, was der Kollege hier noch hat. Auch hier, was für eine Überraschung. Also, wenn ich das schon so eingepackt kriege, dann vergeht es mir schon wieder. Also, das ist halt für mich so ein Zeichen, so, war schon mal offen oder keine Ahnung was, aber das ist halt, wie kann ich denn sowas rausgeben? Also, die haben doch auch Qualitätsprüfung, das gibt's doch nicht. Das ist drüber geschoben. Es ist halt billig. Wohlgemerkt, billig. Ja, schauen wir weiter. Vielleicht gleich, wenn ich das Ding jetzt so. Ja, also geht genauso auf. Auch die Kiste sieht genauso aus wie die Kiste oder die Kiste. Auch hier sind Kohlen dabei. Das gehört da eigentlich einer. Anleitung. Oh, aber hier schon. Hier. Einmal Flachdübel dabei. Ah, nein, hier. Dann nehmen wir original Lamello, weil die haben wir ja. Ich behaupte einfach mal, dass die bei der Einhölle auch dabei sind, die Ersatzkunde. Der Paketumfang ist bei allen gleich. Also sogar die Griffe schauen alle gleich. Das ist ein anderer Kunststoff. Also die Holzmann und die Fern, die sind ja wirklich optisch jetzt schon mal absolut baugleich. Das ist ja krass. Also die Einhörner sind nur so ein bisschen anders. Vom Kopf her, da ist ein anderer Winkel. Aber das ist halt die Platte und das. Schaut euch das schon mal an. Das sind halt andere Farben. Ich finde halt jetzt schon keinen großen Unterschied. Den einzigen Unterschied, den ich gefunden habe, der war beim Einkauf. Weil die drei Maschinen hier, also die eine habe ich nicht gekauft, aber auch die eine, wäre preislich von jeder deutlich unterschiedlich. 60 und die eine 65, das sind glaube ich 60, 80, 120er Sprünge gewesen. Also die unterscheiden sich schon gewaltig vom Preis her. Das war gleich der günstigste, war entweder der Fern oder eben der Meister. Schauen wir mal den Meister an. Ich bin ja gespannt, was der Meister so kann. Also die Verpackung ist schon mal eine andere. Lässt darauf schließen, dass wahrscheinlich innen drin nicht so ein Kunststoff-Case ist, sondern einfach wahrscheinlich das Ding bloß im Pappdeckel kommt. So, da. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Hier ist dann kein so ein Case dabei. Boah, die ist aber eine Größe. Auch hier Fangsack, auch Ersatzkohlenschlüssel. Also genau dasselbe wie bei allen anderen auch. Das auch mal weg. Was erwartet uns? Ich habe einen längeren Griff hier. Also das ist jetzt, wenn ich jetzt die Fern gegenüberstelle, an der Bodenplatte erkenne ich ja schon wieder und hier an dem Ganzen, wie es da aufgebaut ist, dass das hier alles aus dem selben Werk war. Nein, einer hat hier einen anderen Schalter dran. Alles andere, halt alles aus dem selben Werk. Wahrscheinlich kannst du gucken. Portal, na, made in PRC. Ah, da steht noch was anderes drauf. Okay, aber das fällt irgendwo in China hundertprozentig vom selben Werk. Aber wenn ich sowas schon sehe, der Materialfehler hier, der kann doch nicht sowas rausgeben. Das ist heruntergefallen. Also Mitarbeiter, irgendein Dödel hat das Ding bei der Produktion runtergeschmissen und ich kriege jetzt praktisch hier die kaputte Maschine. Sowas ist frech. So eine fette Kante rauszugeben,
das ist wirklich frech. Also so eine Kante, boah, das habe ich mir die Maschine noch gar nicht genau angeschaut. Das ist das, was, es liegt so drin und ich krieg das Ding so. Oh mein Gott, da bin ich schon gespannt, wenn ich schon merke, wie viel Spiel das Ding hat, wenn ich es mit der Hand habe. Was ich aber ein bisschen krass finde, ist halt echt die Länge. Also da bin ich echt gespannt, wie man die anwenden soll, weil Flachtüberfräsen nimmst du ja und dann hast du ja hier den Motor, die läuft ständig an, du musst dich drücken und schiebst du rein und fräst dann eben aus. Diesen fetten Handgriff hier. Und dann soll ich praktisch. Freue mich jetzt schon. Wie kann man sich denn Meister schimpfen, wenn ich so einen Klump abgib? Ja, das ist so. Das sind die vier identischen Maschinen, würde ich jetzt behaupten. Das ist viermal Low Budget, wo sich dann, was ich irgendwas unterscheide, was ich jetzt dann im Test rausstelle. Jetzt holen wir mal die anderen Geräte, die sich eigentlich durch eine Premium-Marke oder durch ihre relativ große Reichweite, was sie im Werkzeugsegment haben, deutlich abheben müssten, weil sie einfach, sage ich mal, von einer anderen Qualität sind bei anderen Werkzeugen. Ob es bei der Flachtübelfräse so ist, bin ich mir nicht sicher. Die Lamello wird sich definitiv abheben. Also da bin ich voreingenommen, das weiß ich schon, weil ich halt seit der Lehrzeit damit arbeite. Wir gucken, was die anderen Hersteller, weil es ist ja nicht alles schlecht. Andere Mütter haben auch schöne Töchter und deswegen gucken wir uns jetzt mal die an. Dafür räume ich jetzt aber hier die auf die Werkbank rüber. Dann sieht man sie im Hintergrund und wir packen dann einfach mal die hochwertigen aus. Dann schauen wir mal, was da so gibt. Die Triton, Makita, Lamello. Und wir fangen einfach mal mit der Triton an. Hat den ganz einfachen Grund. Die Triton habe ich nämlich, die habe ich auch nicht gekauft. Die habe ich damals von Triton geschenkt bekommen. Das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, ich mache eine Lamello Flachdübel Vergleichstest, weil das Gerät, das ist lebensgefährlich, das habe ich schon mal in einem Test gesagt, das war krass. Das war das schlimmste Gerät, was ich jemals in der Hand hatte. Und wieso? Das zeige ich euch jetzt dann gleich. Weil das ist was, kann eigentlich gar nicht gut abschneiden. Aber wir gucken, wie die anderen sind. Vielleicht schneiden die noch schlechter. So, bei der Triton ist einmal, also wie gesagt, hier dieser Beutel dabei. Da sind auch ein Haufen Lamellos dabei, Flachdübel. Da merkt ihr schon, das sieht schon anders aus als bei den anderen. Dann hast du hier nochmal diesen optionalen Anschlag. Den hast du ja bei den anderen auch dran, wenn ihr mal ins Ausland fahrt. Den einfach mitnehmen. Ah, den müsst ihr aufschrauben. Da könnt ihr den Stecker umholen und dann könnt ihr praktisch in England eure Sachen verwenden. Zum Beispiel Handyladegerät oder sonst was. Fangsack für den Staub dabei. Wenn ihr guckt, unterscheidet sich die jetzt optisch auch nicht so von den anderen. Einzig und allein ist hier die Trägerplatte schon anders. Hier die Aufhängung. Hier ist es schon so wie Lamello gemacht. So ein bisschen. Also schon ein bisschen angehaucht an eine Profimaschine. Dann packen wir uns mal die Dewalt als nächstes aus. Schnippi, schnippi, schnippi. Dann. Also hier auch ein schöner Transportkoffer dabei. Ja, schön aufgeräumt. Also ihr seht schon, das ist natürlich zu den Low-Budget-Geräten schon ein bisschen anders von der Aufmachung her drin. Aber es ist genauso dabei. Ah, hier ist ein Adapter dabei. Sehr geil. Finde ich schon mal sehr nice. Das ist ein Adapter dafür den Absaugschlauch. Das heißt, ihr müsst nicht den Fangsack, sondern ihr könnt hier einfach anstecken und könnt dann hier euren Staubsauger draufklemmen. Also die rutscht hier nicht gleich rum, die ist jetzt hier ordentlich drin. Erster Eindruck. Ja, erster Eindruck ist, auch hier ist diese komische Platte, wie sie bei den Low-Budget-Geräten waren. Und jetzt verstehe ich auch, warum hier dieser Anschluss dabei ist. Weil so könnte natürlich das Ganze anschließen. Das heißt, da sind die anderen ein bisschen vom Vorteil. Sonst hier auch der Schalter, das heißt hier auch. Damit habe ich nicht gedacht. Ach, das hat aber auch die Triton auch. Ah, die schalte ich gar nicht dauerhaft ein, sondern immer hier, wenn ich runtergehe, ist sie weg. Aber der Füll geht hier die Füllung schon mal deutlich leichter. Ja, wir gucken mal. Also der Kunststoff hier, der ist schon einfach, ja, es ist eine andere Wertigkeit. Das ist so eine leichte Gummi, der ist so ein bisschen weicher. Ihr kennt es vielleicht, wenn er so Kunststoff einfach anfasst, das fühlt sich einfach wertiger an. Keine Ahnung, ob das jetzt Einbildung ist, weil halt Dewalt draufsteht oder so. Es fühlt sich einfach hochwertiger an. Ich bin halt der Meinung, da ist ein bisschen mehr Geld da reingeflossen zum Gucken in die Qualität. Ich bin jetzt nicht so der Dewalt-Fan, aber die Maschine steht jetzt, so wie ich sie gerade sehe und ohne, dass ich sie jetzt groß angeschaut habe, sondern nur erst Eindruck, sehr solide da. Deutlich besser als die Low Budget und auch ein bisschen besser als die Triton, wobei die Triton an sich von der ersten Haptik genauso gut dasteht. Jetzt gucken wir aber mal zur Makita. Und da schwören ja immer alle drauf. Und da bin ich ja gespannt, wie sich die jetzt abschneidet, weil die Lamello brauche ich natürlich nicht mehr großartig zeigen, sondern da vergleichen wir nur, was ist in den Kisten drin. Mal auf. Auch die schöne Box da. Der Staubfangsack. Ein schönes Kabel, ein schön langes. Wenn ich jetzt hier auch
die anguckt, die sind auch ein bisschen plan gefräst. Ist das schon sehr geil, sehr hochwertig. Auch hier, das ist eine kleine Markierungslinie. Oh, da oben auch. Hier einen sehr soliden Eindruck. Bin mal gespannt. Geil, habe ich jetzt bei keinem anderen gesehen. Wisst ihr, was das ist? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr schon wisst, was das ist. Weil ich kläre es natürlich auf. Das ist ein Gimmick, das wir definitiv brauchen. Vor allen Dingen, wenn wir doch viel mit Massivhölzer machen oder nicht mit Plattenwerkstoff, so viel sei verraten. Kannte ich nämlich nur von Lamello und war jetzt auch bei keinem anderen Hersteller dabei. Das heißt, nur bei der Makita. So. Chapeau Makita, definitiv von mir nur noch beim Unboxing schon ein Daumen nach oben, ein Pluspunkt. Weil wer es weiß, für was man es braucht, der wird sagen, oh ja, unbedingt. Natürlich noch Schlüssel mit drin. Ich guck bloß, das Einzige ist, okay, bei der Makita sind keine Wechselkohlen dabei. Also, das heißt, die kann man hier nicht tauschen, die muss man sich extra bestellen. Hier, das ist, was ich gemeint habe, da ist der Adapter schon dran, was hier bei der D-Wall eben fehlt. Da musste ich mir das ranbauen, das ist hier alles schon mit fertig dran. Kann man auch schwenken, das finde ich gar nicht so schlecht, weil der Staubsaugerschlauch, der ist ja auch mobil, der hängt da mal links, hängt da mal rechts. Das heißt, man könnte es wahrscheinlich auch so, ja, von unten kommen lassen. Wenn man jetzt sagt, okay, man fräst so, dann könnte man den Staubsaugerschlauch auch so hier von hinten reinkommen. Das finde ich sehr praktisch. Das ist wirklich was, finde ich sehr durchdacht. Und unten schön plan gefräst hier. Ah, nochmal sogar mit Silbergleit eingeschmiert. Wow! Die läuft aber gut, die Führung. Respekt. Also die Makita, die geht echt gut. Also ich muss auch sagen, das Blatt schaut vom Zahn her super gut. Also ein super breiter, großer Zahn, was ich jetzt gerade sehe. So Gesamteindruck jetzt hier am Anfang. Das ist so ein Gerät, was ich auch arretierend einschalten kann. Von der Wertigkeit her, best. Kann man nichts sagen. Da stimmt alles. Mal einfach nur noch mal rein. So Classic X. Das merkst du halt jetzt beim Rausholen schon, dass du hier einfach in einer anderen Preisliga bist. Wenn ihr euch unten anguckt, wie gefräst, wie hier alles lackiert ist, wie die Skalen aufgebracht sind, da ist halt wirklich alles perfekt. Man merkt die Wertigkeit an den Schrauben. Das ist der Porsche. Was würde ich sagen? Also das geht auch super smooth. Also es ist halt noch besser, noch angenehmer als die Makita. Und die Makita ging echt gut, da war ich echt überrascht gerade. Ansonsten alles gleich. Da geht es dann wirklich um die Werte. Lautstärke noch, Vibration, wie sieht das Sägeblatt in drin aus. Das sind genauso Sachen, die wir jetzt anschauen. Einstellmöglichkeiten. Gucken wir uns jetzt an. Wir nehmen einmal die Low Budget und wir nehmen einmal die Premium Marken und die vergleichen wir miteinander, weil wer eh schon sagt, nee, ich brauche das Ding bloß einmal im Jahr, den würde ich wahrscheinlich gar zu keinem hier raten, die wo hier jetzt auf dem Tisch liegen, sondern eher zu einem von denen, die auf der Werkbank liegen, weil das sind einfach Geräte, die liegen um die 100 Euro und für die, was ich zwei Schränke, zwei Platten oder sonst was zusammen machen möchtest, da reicht dann so eine billige wahrscheinlich auch. Außer der Test zeigt jetzt, dass man damit nicht arbeiten kann, aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall hole ich mir die jetzt mal alle auf diesen Tisch rüber und dann fangen wir drüben an zu arbeiten und schauen einfach mit welcher Fräse, wie sich arbeiten lässt und gucken uns jede Fräse einzeln an. So, wir fangen an mit der Einhell. Die Einhell, die schon richtig abgerockt ist vom Stodelbastler. Da können wir natürlich jetzt nicht die Schnittgüte in Betracht ziehen, da geht es eher darum, wie kann man damit umgehen. Weil wenn ich da jetzt sagen würde, der Sägeblatt ist stumpf, wäre das natürlich nicht gerecht, weil die Maschine einfach nicht neu ist. Und die schaut auch schon ziemlich abgerockt aus. Also Stodelbastler, du darfst auch dieses Messer mal schärfen. Jetzt gehen wir einfach mal ins Detail rein, gucken sich die Maschine von innen, schauen wie das Sägeblatt ist, wie es gespannt wird. Einfach muss man grob gucken, um so einen Überblick von allen Maschinen zu haben. Wie sieht die Maschine aus? Also ganz normal, das ist ein ganz normaler, das heißt ein Winkelschleifer, also eine Flexmotor, einfach mit anderen Grundplatte. Du hast hier die Verstärker und ich finde die echt, also diese Dreiecke, ihr habt schon öfter Maschinen gesehen, finde ich schrecklich. Warum macht man da keinen normalen Stern hin? Es läuft doch genauso drauf raus. Damit könnt ihr hier die Tabelle hoch runter. Wenn ihr unten seid, seid ihr immer, also eigentlich immer eingestellt für 19 mm Plattenmaterial. So, wir gehen einfach mal auf 90 Grad, weil das ist eigentlich so der Anwendungsstandardfall. Wir haben eine 19 mm Platte eigentlich. So, und dann haben wir genau den Mittelpunkt von der 19 mm. Wenn ich mich nicht täusche, kann sein, dass das hier anders ist bei Lamello, aber eigentlich ist es ausgerichtet, flach über diesem 19er Spanplattensystem. Tiefenanschlag, den kannst du auch noch nachjustieren. Du hast verschiedene Lamello-Größen, ja, die 0er, dann hast du die 10er, dann hast du die 20er und dann hast du noch die D, die Max in dem Fall, das ist die maximale Tiefe. Und sonst ist es einfach so ein Tiefenanschlag, 20, 10, 0. Das ist einfach die verschiedenen Lamellengrößen. Nehmen wir mal die 20er, da hole ich mir mal ein paar. Bin ich ja durch Lamello ordentlich versorgt hier. So, das ist so der typische 20er Lamello-Dübel. Den kannst du für
alles nehmen, also für alles, was 18 mm ist. Wenn du sagst, du hast das Material ein bisschen schwächer, ein bisschen knapper, dann kannst du natürlich einen 10er nehmen, der ist dann hier nochmal kleiner und da nochmal kleiner und dann hast du noch die Nuller, das sind die ganz kleinen. Aber jetzt in dem Fall Standardgebrauch 20. Ja, dann schließen wir einfach mal an, gucken sich auch, wie wir den Staubsauger anschließen können und fräsen die erste Fräsung. Also der passt schon mal nicht so rein, dann gucken wir mal, ob da ein Adapter drin ist in der Kiste von Einhell. Ja, die haben hier genau so einen Adapter. Steckst du da drauf und dann kriegst du hier den Staubsaugerschlauch auch rein. Passt perfekt. So, dann schließen wir das Ganze am Staubsauger an. Dann mache ich die Platte noch fest. Paradebeispiel wäre jetzt hier, man möchte eben entweder das so ranbringen oder in dem Fall dann eine Korpusseite wäre jetzt so, wenn ich da reinfräsen will. Das bedeutet, okay, wir nehmen sich jetzt hier das an, sagen, okay, ich möchte mir das hier gerne, also ich möchte einmal hier und ich möchte einmal hier eine Fräsung machen. Also hier einmal den Lamello, einmal hier den Lamello und dann kommt einmal hier die Stirn, da in die Stirn. Jetzt gehen wir schon ans Fräsen. Man könnte es dann jetzt hier mit Winkel eben noch ein bisschen länger ziehen, wenn du dann da vorne keine Anzeige haben solltest und die nur hier oben ist, damit du einfach siehst, wo geht's hin. Das heißt, ich habe hier meinen Strich, dann werde ich hier machen, habe ich hier meinen Strich. Und wenn ich dann hingehe, dann kann ich mir den praktisch nach oben ausrichten. Unten ausrichten, dann sehe ich, ah okay, ich bin hier perfekt in der Flucht. So, und dann können wir dann natürlich direkt anfangen. Wichtig, Gehörschutz, also hätte sich niemand schimpft, ich habe Gehörschutz auf. Einfach dann an die Linie ran. Mehr habe ich hier schon. So ein Spiel. Das heißt, die Maschine ist fest und hier kann ich den Kopf 1-2 mm bewegen. Das heißt, ich habe dann hier auch im Fräsvorgang, wenn ich Pech habe, einfach Spiel. So, dann schalte ich die Maschine ein. Und was sehe ich? Eieieiei. Also der Strudelbastler hat die entweder wirklich schon ordentlich hergenommen oder da ist echt ein scheiß Blatt drin. So, ihr seht jetzt, wenn ihr reinguckt, das ist folgendes Problem, das ist komplett schwarz. Komplett verbrannt und man riecht es auch richtig massiv, dass es hier verbrannt ist. Zweitens, wie ich gesagt habe, die Einstellung ist eigentlich normal, eine 19er Platte, das ist hier schon mal nicht der Fall, sondern du hast hier, was ich die Einstellung dann für, du bist hier, also wenn das die Hälfte ist, dann bist du da bei 6, wir für 12er Platte oder sowas dann. Also das ist natürlich ein ganz anderes System. Da frage ich mich aber hier, wo denn diese Markierung ist, dass ich auch sehe, wie tief ich eingestellt habe, weil die fehlt mir nämlich so ein bisschen. Woher soll ich denn wissen, was ich da jetzt eingestellt habe? Da ist so ein kleiner Pfeil, oh mein Gott. Du hast hier in der Markierung drin im Blech reingestanzt oder nein, nicht mal gestanzt, sondern ganz leicht erhöht, dass die Markierung an sind. Das ist praktisch wirklich 6 mm, soll das sein. 6 mm, okay. Du kannst natürlich dann hier anders einstellen. Wenn ich schon weiß, okay, 6 mm. Das heißt, 6 mm von was? Jetzt bin ich mal gespannt. 6 mm Oberkante, Unterkante? Ja, der sagt 6 mm Unterkante von der Flachtübel. Das heißt, das ist die Unterkante da unten, oben top. Da kann man sich natürlich super einstellen. Das ist schon mal nicht schlecht, dass es das hat. Man muss es halt vorher wissen, damit man es einstellen kann. Und zwar stellen wir sich das Ganze hier dann auf eine 18 mm Platte. Du hast hier so eine ganz leichte Einrastfunktion. Ob die dann auch wirklich genau ist, das werden wir dann schon gleich sehen. Auf jeden Fall, was ich schon gemerkt habe beim Rausziehen, dadurch, dass du hier dieses Spiel hast. Also hier der Kopf einfach nachgeht. Das heißt ja, ich bewege ja hinten mein Teil. Ich drücke ja von hinten rein. Und wenn ich dann hinten am längsten Hebel am meisten Spiel habe nach vorne, dann könnt ihr euch vorstellen, ich fahre rein gerade und beim Rausziehen ziehe es entweder nach oben und nach unten, weil du halt einfach dieses Teil da hinten bewegst. Das heißt, ich habe eigentlich meine Lamello-Fräsung wird dann so aus. Ich fahre rein und bin dann leicht schräg. Das ist natürlich suboptimal, weil es soll echt passgenau sein, damit man eine schöne Verbindung hat, wenn man zwei Platten zusammenfügt. Jetzt machen wir mal die zweite Fräsung noch. Yeah. Und schon hat es mich bei der Bedienung, also selbst mich als Fachmann, wohlgemerkt, ja, also das hier so, weil lange raus aus der Materie. Gottes Willen, also na klar, ich habe gerade noch gesagt, was habe ich gesagt, ihr stellt ja hier die Unterkante ein. Das, wenn ich nicht berechne, ja, könnt ihr vorstellen, ich zeige es euch. Wenn man das nicht beachtet, dann sieht das eben beim Fräsen danach so aus. Und jetzt seht ihr auch, wie schön verbrannt es ist. Das heißt, das Sägeblatt ist einfach stumpf, das kannst du vergessen. Aber wir können jetzt hier nochmal gucken, wie die Passgenauigkeit wäre. Obwohl ich gesagt habe, es hat ein bisschen gewackelt, passt der Flachdübel doch recht streng. So, wie das dann so drin sitzt, wie viel Luft der da noch hat für den Leim und alles. Also man kann ja den immer ein bisschen schieben, hat immer ein bisschen Spielraum.
aber halt auch nicht unendlich. Ja, bedeutet, erster Fehler bei mir ist natürlich für die Maschine, das nicht so selbst sprechen, das haben andere Hersteller anders gelöst. Da muss ich nicht die Unterkante angeben, da kann ich das anders einstellen. Auf jeden Fall zumindest wird sich zeigen, wenn ich das natürlich dann jetzt dann feststelle, dann widerrufe ich meine Aussage. An sich funktioniert das Teil recht gut. Ich bin der Meinung, mit einem neuen Sägeblatt wird es wahrscheinlich sogar besser gehen als gedacht. Und es ist hier wirklich im Low-Budget-Bereich noch wertig. Also von dem her, es fühlt sich gut an. Hier ist keine Kante scharf. Das schaut alles optisch gut verarbeitet aus. Wie gesagt, die Einstellung, da müsst ihr dran denken, immer, dass ihr die Unterkante von dem Flachdübel nehmt. Wenn Markierungen, eine zweite Markierung machen, dann weiß man, dass immer Mittelpunkt ist. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts zu sagen. Typisch normal laut, summt nicht, vibriert nicht stark. Wir können jetzt nochmal reingucken, wie das Messer innen drin aufgehangen ist oder befestigt ist. Und das war's dann. Das Sägeblatt besser wenn das Messer. Dazu machen wir aber die Maschine kurz stroblos. Kommen wir auch schon zum Punkt, wie wechseln wir das aus? Anscheinend wirklich bloß hier abschrauben. Also wenn mit Schnellwechsel ist es dann mal nicht gemacht, weil ich hier schon vier Schrauben lösen muss. Genau, das war's. Schraubst du runter, dann kannst du wahrscheinlich arretieren hier noch. Vorne den Knopf, genau, jetzt ist es arretiert. Und dann kannst du einfach hier mit dem Schlüssel aufmachen. Also auch ganz klassisch. Keine große Kunst, aber das seht ihr jetzt schon. Oh, was der gemacht hat, was fräst denn der damit? Wir schrauben sie ihm wieder zu und packen sie ihm wieder ein. Kleines Zwischenfazit, bevor wir dann zur nächsten Maschine gehen. An sich recht gut verarbeitet, für den Preis wirklich kannst du wahrscheinlich nichts sagen. Das unten mit der Platte mit den vier Schrauben finde ich doch ein bisschen schwach, weil ich bin jemand, der dann auch verschiedene Fräser hat für verschiedene Sachen zum Fräsen. Naja, für jemanden, der wirklich bloß ein paar Mal im Jahr, würde ich sagen, kann man das schon nehmen. Weil dann schraubt er das Ding ab, wenn es scharf ist, kaufst du ein neues Blatt, der bringt es ja nicht zum Schärfen wahrscheinlich. Ja, das Spiel hier oben, das gefällt mir eben wirklich überhaupt nicht, weil ich dann eben diese ungleichmäßige Bewegung beim Ein- oder Austauchen habe oder beim Reinfahren der Fräse. Günstiges Gerät, mit dem man schon gelegentlich mal fräsen kann. Ich bin gespannt, wie die anderen Low-Budget-Geräte jetzt abschneiden im Vergleich zum Pedanten von Einhell hier. Und es geht gleich weiter mit dem Ferm. Ich glaube, der Ferm ist der französische. Und wenn ich hier schon gucke, tada! Selbes System von der Wechselplatte wie bei Einhell. Das heißt, auch hier wird sich nichts groß ändern. Einziges ist, unten ich habe ein scharfes Blatt dran, ein neues. Zumindest sollte es scharf sein. Ja, es ist schwarz lackiert hier alles. Das ist was ich nicht ganz verstehe, weil jeder Kratzer ist dann unten das blanke Alu zu sehen. Das ist wahrscheinlich einfach ein Marketing-Gag, warum das schwarz sein soll. Sonst ist ja alles gleich. Die Arretierung ist hier ein runder Knopf nicht, aber sonst. Hier ist so ein Sterngriff, dass du das auch hoch und runter ziehen kannst. Auch hier ist bestimmt so eine kleine Markierung. Ah, hier ist er mal. Das können wir gucken. Eingestellt jetzt auf. Wir gehen jetzt mal auf die 18 und bin ich gespannt, wo ich wieder rauskomme. Ich mache hier die 18 rein. Stelle mir hier die 18 ein. Oh, hier unten die Kante, die ist richtig scharfkantig. Da müsst ihr aufpassen. Sowas backt überhaupt nicht. Wenn so Kanten scharfkantig sind, dass man sich richtig verletzt. Weil das ist ja doch eine Schraube, die ich oft einstellen muss. Hier drüben dasselbe, die ist unheimlich scharfkantig, diese Rändelschraube. Hier auch keine Einrastung oder so, sondern einfach nur mit. Oh. Das ist was, das stört mich ja jetzt schon. Stell ich mir hier den 90 Grad ein. Was ist denn das? Ist geil. Da hat es nicht mehr gereicht, dass man die Maschine gerade baut. Dann nimmt man halt den Pfeil und baut dann schief drauf. Qualität. Qualität, muss ich schon sagen. Aber lieber so ist das, wenn man sagt, okay, das ist 90 Grad und das ist schief. Aber was ich jetzt eigentlich euch zeigen wollte, ich stelle mir hier das ein und schraube und... Ich möchte eigentlich nur festschrauben. Da fehlt für mich hier eine Beilagscheibe, eine passende. Das ist was, da keine Beilagscheibe da dazwischen, dass das Ding nicht sich bewegt. Jetzt muss ich das hier festhalten, Vollgas und dann eine Handbedienung gleich 0. So, jetzt haben wir hier den schiefen Pfeil, der 90 anzeigt. Wenn ich jetzt rauskomme, ich habe es ja auf 18 eingestellt. Da haben wir hier, gut, vielleicht habe ich 19 eingestellt oder die Skala ist falsch. 19 Unterkante, also auch hier stellst du hier die Unterkante. Okay, ja, ich habe wirklich 19 eingestellt. Entschuldigung, wir wollen natürlich Unterkante. Wenn wir 18 haben, Unterkante nehmen wir dann 12. Warum 12? Weil die Lamelle hat auch nochmal 2, 3 mm. Ich weiß gar nicht, was die Lamellen hat. An sich 5, 4, 4 mm. So, und jetzt schließen wir das Ganze mal an und schauen auch, wie sich das hier... Ah ja, hier. Da brauche ich einen Adapter. Ist der dabei? Also der Adapter ist dabei und zwar ist der direkt am Fangsack dran. Ist ja auch nicht schlecht. So. Dann, oh, scheiße, da habe ich mal mitgedacht. Mal nicht so ein Einwegteil, sondern mal hier schön mit Klett. Dann kann man es auch später immer wieder aufwickeln. Das finde ich gar nicht schlecht. Das ist mal ein bisschen nach vorne gedacht. Passt der Schlauch wunderbar rein. Dann Gehörschutz auf und dann 1, 2,
gucken wir mal. Aber ihr seht schon, wenn ich jetzt reinstecke und der hat, also das war hier die eine, das ist fest. Wenn ich das dann rausziehe, merkst du halt dann auch beim Verleimen, weil das dann die Platte Spiel hat oder was der halt miteinander verbindet. Das ist echt schlecht. Ich muss aber sagen, ich habe es beim Fräsen nicht gemerkt, dass das Teil Spiel hat. Also liegt vielleicht dann echt, dass der Fräser in der Maschine einfach einen größeren Radius hat, beziehungsweise hat das nichts mit dem Radius zu tun, sondern einfach wie voll er die Schneidzähne, wie breit die sind. Also das heißt, der Radius wird sich nicht verändern, weil das wäre die Tiefe, sondern eher die Stärke von den Zähnen. Ja, das ist echt schade, weil das ist das Schöne an der Lamelle, dass man eigentlich hier schön sauber und bündig arbeiten kann. Wenn ich hier so ein Spiel drin habe, dann kann ich ja wieder, habe ich wieder das Problem, dass sich die Platten verschieben und dann ist es eben nicht bündig und dann habe ich wieder mehr Arbeit. Das Zweite, was schade, was ich vielleicht merke, ich konnte das Gerät kaum einschalten. Also der Knopf hier, der ist irgendwie hackelig, also der geht da so richtig rein. Gucken wir mal sich unten rein, wie das Sägeblatt ist. Wahrscheinlich ist es genauso Aufbau wie das andere, aber wir schauen genauso rein. So, ja, auch hier sieht ein bisschen anders aus wie bei der Einhell. Stehen die Drehzahlen drauf. Ist hier alles fest. Du hast hier auch den Alitierungsknopf vorne. Den drücke ich, dann drehe ich das und dann habe ich mein Werkzeug und dann kann ich das einfach aufmachen. Das ist kein Hexen mehr. Das ist, wie gesagt, bei allen dasselbe. Ich denke, das wird sich keiner was schenken ohne Hersteller. Also schauen wir auch wieder hier zu. Auch hier gab es keine bösen Überraschungen oder so. Ich habe hier, das guckt euch das an. Also das heißt, ich fahre ja rein. Und wenn ich dann hier mit der Maschine links und rechts, oben und unten 1 mm Spiel habe, dann ist mir klar, warum die Flachdübel nicht so gut reinpassen. Ja, wo ordne ich jetzt die Maschine ein? Aufgrund von diesem scharfen Zeug, von diesen Scharfstellrädchen. Dafür, dass dann hier das alles nicht so genau gearbeitet ist, dass man hier die Pfeile schief montiert, das ist ein Gesamteindruck, der sehr, sehr minderwertig rüberkommt. Die Maschine an sich sieht so top aus. Aber wenn man genau hinkommt, sieht man einfach dann diese Details, die nicht stimmen. Das ist, wie gesagt, dieser Pfeil. Das sind die Rädchen, die richtig scharf kann. Das heißt, beim Verstellen könntest du dich verletzen. Also ich hab's nicht, aber man könnte jetzt. Wenn man nicht aufpasst, fährt man blöd über die Kante, schneidet sich den Finger auf, was ja totaler Schwachsinn ist. Wenn du es festschraubst, verstellt sich der Winkel wieder. Du hast immer diese Zweihandbedingungen. Also das ist so, also nicht so super optimal. Deswegen würde ich die deutlich unter der Einhellmaschine eingrenzen, auch weil es so viel Spiel hat. Also ich würde echt sagen, das Ding ist weit unter der Liga von der Einhell. Ist aber auch, wenn ich mich nicht täusche, die günstigste Maschine von allen hier, die ich gekauft habe. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wir nehmen mal die nächste. Unterscheiden sich doch so krass, hätte ich nicht gedacht. Jetzt kommt die Holzmann. Die Holzmann ist eigentlich, fühlt sich genauso an wie die Einhell. Ah, ein bisschen andere Drehregler, ein bisschen andere Skala. Oh Gott, ja, die Skala schaut noch mal schlechter aus als die von Einhell. Aber ansonsten, oh Gott, das ist ja hier noch schlechter als bei der Ferm. Oh Gott, ich zeig's euch mal. Also bei der Ferm haben wir hier auch so eine Anzeige drin und wir haben es auch bei den anderen. Und das ist hier so ein kleines Pöppelchen. Jetzt pass auf, ich schieb mal das hoch. Und das ist ja nicht mal richtig spitz, sondern das ist hier vorne eher rund sogar. Es ist nicht mal wirklich spitz. Also zum Einstellen ist das hier wirklich so ein leichtes Schätzeisen. Und was ich euch dabei sagen wollte, ist dem schiefen Pfeil. Jetzt guckt euch an, was Holzmann macht. Das ist gar nichts anderes, bloß dass die noch viel krasser sind. Die haben das da draufgeklebt. Also das ist hier einfach bloß draufgeklebt. Das ist so ein Kunststoffteil. Das ist noch minderwertiger als das von Firma. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich hier aufmache. Hier rastet auch nichts ein. Das ist eine Beilagscheibe drunter, aber es dreht sich. Die sind entkoppelt. Das ist doch. Sowas ist doch Mist. Da muss ich mir das jetzt wieder so einstellen. Das sind noch keine 90 Grad, wollt ihr mich verarschen? Das ist hier mein Winkel. Das ist ja pervers. Das sind ja, was weiß ich, wie viel Grad Unterschied. Schaut doch mal an, was das da Unterschied macht. Also, man kann die Maschine nicht mal 90 Grad einstellen. Ja krass, ich bin gerade echt sprachlos. Also, wenn ihr flacht. Das ist halt echt Oberhammer. Wie kann ich denn so ein Gerät rausgeben? Da fehlen 10 Grad oder so. Das ist doch nicht normal. Jetzt bin ich gespannt. Ich gehe mal hier. Das Teil kommt bündig zur Platte raus. Wenn ich das jetzt hier festschraube. Das ist so übel. Das ist so übel. Das ist, was weiß ich, wie viel Grad. Das ist ja brutal. Kann man gar nicht vorstellen. Das ist so heftig. Und jetzt halte ich mir das Ding da dran. Bin ich gespannt, was er dann hat. Ich sehe es auch erst danach im Video. Will er mich verarschen? Er sagt 90 Grad, kann doch nicht stimmen. Ein Winkelmesser kaputt oder was? 85. Wir machen das anders, wir machen das genauer. Das nervt mich sowas.
So, wir gehen jetzt her, nehmen uns einfach hier diese Referenzplatte. So, dann setzen wir uns die jetzt auf 0. 88, 2 Grad Differenz. So, jetzt bin ich gespannt hier auf den Anschlag und jetzt bin ich gespannt. Was haben wir hier? 88,6. Ja, jetzt sagt ihr wahrscheinlich dann so, ja, das sind 2 Grad, Mensch, das ist schlimm. Bau mal einen Korpus mit 2 Grad Unterschied im Winkel. Du hast dann 4 mal eine Ecke, das heißt, du hast 2, 4, 6, 8 Grad Differenz. Fast 10 Grad. Kannst du dir vorstellen, wie das Ding zusammenpasst? Nämlich gar nicht. Also 2 Grad ist nicht einmal ansatzweise toleranzfähig. Für so ein Produkt, das ist was. Boah, ich bin echt gerade ein bisschen sprachlos, weil es hat so sogar noch mehr ausgeschaut. Ja, wir fräsen trotzdem, aber vielleicht fräst er noch trotzdem schön. Das ist was, er kann mich ja vielleicht positiv nur überraschen, aber darum ist die Maschine eigentlich schon für mich raus. Vielleicht ist es bei anderen Maschinen ja auch nicht so, dass es dann sagt, das ist ein Montagsmodell. Deswegen guckt man sich alle Sachen genauso an wie bei den anderen Maschinen auch. Aber 2 Grad Differenz ist halt ein absolutes No-Go. Bei zwei Sachen bin ich jetzt echt verwundert gewesen. Und zwar zum einen hat da echt viel Staub rausgehauen zur Seite, wo ich mir gedacht habe, also viel anders, weil bei den anderen kam gar nichts und da kam halt was raus. Wo ich denke, wo hat hier die Absaugung ihren Defizit, dass es nicht funktioniert? Wie ich schon vermutet habe, ist der Winkel, den du vorne hast, einfach so groß, dass du hier beim Anschlag, also wenn ich das hier reinhalte, ich bin praktisch, der Körper ist ja 90 Grad gefertigt und dann die Platte. Das heißt, ich habe immer so ein Knackeln drin, das ist ja schlimm. Ja, und als das noch nicht reicht, verzippt es die Maschine auch noch beim Fräsen. Das heißt, also, du bist eigentlich total unsicher mit der Maschine unterwegs. Du fräst rein, sie schiebt nach links und rechts. Ist überhaupt nicht lustig und ich darf überhaupt nicht vorne gern an meinen Finger hier halten, dass die Trägerplatte an der Platte fixiert ist, weil mir die Maschine hier, weil ich Angst, dass man den Finger wegfräst, weil sie rüberspringt oder so. Jetzt schauen wir sie noch an, wie der Lamello passt und dann gibt es mein Fazit oder so der Maschine. Das ist genau dieses Spiel, was ich meine, das ist halt ein No-Go. Sieht ja schon, wenn der bloß drin ist, dass der hier schon einen Millimeter Spalt hat. Ach, das ist halt einfach Käse sowas. Solche Maschinen müssen genau laufen. Also ich lasse mir ein bisschen tolerant sein, aber das ist halt einfach was, das geht halt nicht. Wenn ihr da zwei Platten zusammenschiebt miteinander, da habt ihr verloren. Und mein kleines Fazit zu der Maschine ist einfach, von den Maschinen, die ich da gehabt habe, ist das der größte Schrott. Weil nicht winkelgenau, nicht passgenau, es funktioniert nicht gescheit, es ist gefährlich zu arbeiten, weil es eben nicht sauber schneidet, sondern sie verläuft beim Fräsen. Sie sitzt halt null Plan auf dem Material, das ist halt einfach scheiße, weil du arbeitest und das Ding rutscht dir weg, dann ist da einfach dein Projekt, deine Arbeit, egal was du gerade machst, ist einfach im Arsch, weil es einfach kaputt ist, weil die Fräse dir es zerstört hat. Würde ich euch auf keinen Fall schon mal die Holzmann empfehlen, das ist schon mal so Wahnsinn, also noch schlechter, glaube ich, kann es nicht mehr werden. Aber ich lasse mich gerne überraschen, wir haben ja noch ein paar Geräte vor uns. Und jetzt kommt der Meister. Und der Meister ist brutal. Der wiegt schon viel mehr als alle anderen. Da kommt mir vor, wie so mit so einer Gatling. Steht er da und schießt die Lamellos rein. Also das ist echt brutal. Also, kann man sich so nicht vorstellen, wie der Schreiner in der Werkstatt steht. Howdy, Cowboy! Wahnsinn. Also der Amerikaner, der wird ja wahrscheinlich sagen, du hast aber einen Vogel, das ist ja ein riesen Teil. Das ist ja. Mich interessiert, wie stark ist denn die Fräse hier? 1010 Watt, bin gespannt. Was haben denn die anderen Fräsen? Die haben 860 bis 900 Watt. Ah ja, da kommt der Kollege mit seinen 1100 Watt natürlich schon ein bisschen größer daher. Bin gespannt, ob der dann auch die Lamellos besser reinknallt als die anderen. Eieiei. Bin gespannt, wir gucken sich die Maschine mal an. Also es ist fast baugleich mit den anderen Modellen. Was machen? Plus, dass du jetzt hier ein Sternrad wieder hast zum Einstellen. Also das ist fast derselbe Anschlag, würde ich behaupten. Das ist identisch. Dann stellen wir gleich mal wieder auf 12 ein. So. Dann. Was war das jetzt hier? Oh Mann, das hat ja hier durch den noch längeren Hebel, was ich hier habe, habe ich ja noch mehr Spiel, habe ja noch mehr Druckpunkte. Ich muss noch mehr aufpassen. Und dann habe ich ja hier nur das Problem, dass ich diesen Kippschalter nach vorne drücken muss, um dann es zu betätigen. Wie wird jetzt schon Angst und Bang vor der Maschine? Unglaublich. Dann machen sie hier diese Plastikdinger. Die fallen alle aus derselben Fabrik, das kann mir keiner erzählen. Oh, der geht schon mal geschmeidiger. Ob das gut ist, ist weiß nicht, das bin ich gespannt. Oh, oh. Nein, sag bloß, dass sich der nicht verstellt. Das bin ich gespannt, wenn ich es so mache. Haben wir es aufgeschnappt. So. Der stellt sich wieder zurück. Also der wird fast 90 Grad. Den kann ich wahrscheinlich mit einer Hand nur so einspannen. Aber, nee, also hier passt. Hier habe ich schon mal eine plane Auflagefläche.
Hier sieht es auch recht gerade aus. Das macht eigentlich sogar einen wertigeren Eindruck als gerade bei den anderen zwei. Und auch, dass sich das jetzt hier nicht verstellt, ist wahrscheinlich hier einfach besser gelagert unten drunter. Mal, schon mal nicht schlecht. Ja, dann schließen wir den Adapter an, Schlauch ran und dann guck mal, weil sonst gibt es wieder nicht mehr. Das ist dieselben Skala, das ist alles dasselbe. Wir stellen sich hier bloß die 20 ein für den 20er Lamello. Ja, und dann geht's los. Der passt echt gut. Also der hat ein ganz klein bisschen Spiel. Es ist ja obwohl nein. Erster Blick betrügt. Ja, genauso viel Spiel. Das war die erste Fressung. Dann habe ich hier nochmal reingefresst. Ja, also auch hier. Natürlich, ihr könnt mit dem Leim einiges wieder gut machen. Aber nee, also kein Vergleich zu Einhell zum Beispiel. Ja, der Meister mit seinen, was ich, 1100 Watt was war. Der geht recht gut. Also ich muss sagen, ich war sogar überrascht, wie gut und wie leichtgängig sich das mit diesem großen Griff da hinten doch umsetzt. Also da war ich vorher ein bisschen negativ belastet. Das geht doch recht gut. Da bin ich echt positiv überrascht. Wir gucken uns jetzt noch an, wie innen drin Sägeblattwechseln ausschaut, ob da vielleicht innen drin noch irgendwas anders ist. Aber ansonsten läuft das Ding recht gut. Du kannst auch einstellen alles. Von dem her eher positiv als die anderen zwei Mitbewerber, was wir gerade hatten. Gucken wir da mal rein. So, auch hier wieder, also das ist dasselbe Sägeblatt, aber jetzt seht ihr schon, wie der Körper hier zum Sägeblatt Spiel hat. Das haben die irgendwie alle, ich weiß nicht warum. Und dann, was ist das, die Absaugung, haben sie sich so sparen, Abscheider. Hilft mir nichts, wenn die Späne drin liegen bleiben dann. Ja, ist nicht so toll. Das hat hier ein bisschen mehr Spiel als bei den anderen zwei. Okay, aber das hier, das Gehäusespiel, wenn so viel Spiel, das seht ihr, also wenn ihr praktisch dann sagt, ihr habt das und dann schiebt er dann diese 2 mm, wo dann der Lamello einfach Spiel hat. Also der Flachdübel, nicht der Lamello. Ja, der Meister hat jetzt nicht unbedingt meisterlich abgeschnitten. Wenn man sagt, man will mal irgendwo eine Lamelle reinmachen, man will mal eine Lamellenfräsung machen, kann man das Teil schon nehmen, weil das Teil ist halt echt nicht so billig, so prickelnd, nicht so teuer, meine. Gelegentlich, und dadurch, dass er echt so gut in der Hand liegt, ich denke, mit ein bisschen Übung kann man das wahrscheinlich dann noch ein bisschen genauer machen und die Schneiden nutzen sich ab, dann passt es auch wieder ein bisschen besser. Also für diejenigen, die wirklich dann mal gelegentlich so einmal im Jahr vielleicht dann doch eine Flachdübel verwenden wollen, da würde ich sogar den Meister eher empfehlen, als hier den Ferm oder den Holzmann. Den Holzmann will ich ja gar nicht. Eher diesen Meister, weil er doch recht viel Power hat. Er geht richtig zügig rein ins Material. Das war angenehm. Absaugung war jetzt nicht so toll. Also wie gesagt, befriedigend. Also ich glaube eher sogar ausreichend. Und weil ich vorhin gesagt habe, hier die fallen doch alle vom selben Band runter im Werk. Wisst ihr, woran ich das weiß? Nicht bloß, was gleich aussieht, sondern diese Absaugadapter. Ich habe den für alle Maschinen denselben verwendet. Also könnt ihr schon denken, wo das Zeug herkommt. Das ist, läuft in China von einem Band runter und jeder Hersteller pickt da sein eigenes Label drauf. Gut, der Meister hat jetzt hier hinten seinen Umbau noch ein bisschen anders gestaltet, aber ist alles dasselbe. Wobei der noch ein bisschen besser abgeschnitten ist, aber das Spiel ist trotzdem scheiße. Also ich sag's so, es ist scheiße. So, ja. Haben wir die billig, also die Low-Budget-Versionen durch. Jetzt kommen die Premium. Ich bin echt gespannt, bei den Premium bin ich wirklich gespannt, wo da die Unterschiede sind. Weil ich glaube, hier fängt es sich dann wirklich an, dass sich die Spreu vom Weizen deutlich trennt. Weil die anderen, das läuft alles vom selben Band runter, da bin ich mir sicher. Die schenken sich null eigentlich, das ist alles gleich. Murks, der eine murks mehr, der andere weniger. Deswegen ist die eine ein bisschen besser als die andere. Aber den Premium, da wird es dann wirklich schauen, wer hat sich was gedacht bei seiner Fräse. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Wir fangen mit der Triton an und arbeiten sie von Triton, Dewalt, Makita bis zur Lamello. Dann haben wir alle durch, wobei ich die Lamello am kürzesten halte, weil da gibt es ja schon einen Haufen Video von mir zur Lamello. Da gehe ich nur ein bisschen drauf ein. Ja, jetzt gucken wir mal, da muss ich die Platte umbauen. Ja, dann sehen wir sich gleich wieder mit der Triton.